Wie weit geht die Meinungsfreiheit auf deutschen Straßen und wann müssen die Sicherheitsbehörden einschreiten? Darüber wird seit dem Wochenende wieder hitzig diskutiert. Anlass ist eine von Islamisten organisierte Demonstration am Samstag in Hamburg. Die Teilnehmer hatten unter anderem auf Plakaten gegen deutsche Medien gewettert und sogar ein Kalifat für Deutschland gefordert. Bundesinnenministerin Faeser bezeichnete die Aktion als schwer erträglich. FDP und Union fordern harte Konsequenzen. Kalifat ist die Lösung. Fake News. Plakate auf der von Islamisten organisierten Demonstration mitten in Hamburg. Mehr als 1000 Menschen haben am Samstag daran teilgenommen, protestieren gegen eine angeblich islamfeindliche Politik und Medienberichterstattung. Bundesinnenministerin Nancy Faeser fordert ein hartes Einschreiten bei Straftaten. Eine solche Islamistendemonstration auf unseren Straßen zu sehen, ist schwer erträglich. Es ist gut, dass die Hamburger Polizei mit einem Großaufgebot Straftaten entgegengewirkt hat. Aber warum kann eine solche Demonstration nicht einfach verboten werden? Eine Versammlung verbieten, das geht nur in absoluten Ausnahmefällen. Und bei einem Verein, der nicht oder noch nicht verboten ist und der eine Demo organisiert, da muss die Versammlungsbehörde auf den konkreten Einzelfall schauen. Also nur bei der unmittelbaren Gefahr von verbotenen Äußerungen oder zum Beispiel Gewalt kann eine Demo dann verboten werden. Der Anmelder der Kundgebung steht nach Informationen des Hamburger Verfassungsschutzes der Gruppierung Muslim Interaktiv nahe, die als gesichert extremistisch eingestuft ist. Tatsächlich, die einzelnen Parolen, auch die Transparente, die gezeigt worden sind, werden jetzt noch einmal von der Staatsanwaltschaft auf strafrechtliche Relevanz überprüft. Die Polizei zeigte vor Ort massiv Präsenz. Es blieb friedlich.